Jetzt gleich mitmachen werde. Es geht heute um ein Experiment nach einem Physiker, der gleich von dem Luca ein bisschen näher erläutert wird. Bitte, Junge. Genau, wir beschäftigen uns mit dem Jensen-Experiment. Und der gute Mann, der das gemacht hat, ist der Klaus Jensen. Dieser war ein Physiker, welcher am 26. Mai 1930 in Berlin-Charlottenburg geboren wurde. Er konnte 1959 im Rahmen seiner Dissertation bei Gottfried Möllenstedt an der Uni Tübingen erstmals die Interferenz von Elektronen am Doppelspaltexperiment nachweisen. Ja, sehr schön. Wir werden jetzt einige Kommentare zu der Problematik uns anhören und dann das Experiment durchführen. Es hat sich erstmal die Selina bereit erklärt, bitte. Da Elektronen eine Wellenlänge zugeordnet werden kann, lassen sich mit ihnen auch Interferenzexperimente durchführen. Gottfried Möllenstedt und sein Schüler Klaus Jönsson wollten mit ihrem Experiment 1950 zeigen, dass Elektronen nicht nur Teilchen, sondern wie das Licht auch Welleneigenschaften haben. Ja, und Niklas? Die Realisierung des Doppelspaltexperiments mit Elektronen war eine große Herausforderung, denn wegen der kurzen Wellenlänge der Elektronenwellen musste der Doppelspalt sehr schmal sein und vor allem kohärent ausgeleuchtet werden. Die zu erwartenden Interferenzstreifen sind außerdem sehr schmal, sodass sie vergrößert werden müssen. Jensen gelang es 1960, Doppelspalte mit einer Spaltbreite von 0,3 Mikrometer und einem Spaltabstand von 1 Mikrometer herzustellen. Ja, und wie geht's weiter? Bitte? Auch bei Elektronen können wir anscheinend nicht davon ausgehen, dass sich diese als Teilchen auf einer wohldefinierten Bahn bewegen. Denn eine solche Bahnverstellung lässt sich nicht mit dem Interferenzmuster vereinbaren. Ja, das war gut, Julia. Und die Selina? Elektronen sind wie Protonen, weder Teilchen noch Wellen, sondern Quantenobjekte, die eigenen Regeln folgen. In der mit unserem Sinn zugänglichen Welt gibt es keine Objekte, die sich wie Elektronen verhalten. Ja, und die Alina? Quantenobjekte sind weder Welle noch Teilchen. Es scheint sich um teilchenhafte Objekte zu handeln, deren Aufenthaltswahrscheinlichkeit durch seine Wellenfunktion gegeben ist, die ihrerseits tatsächlich der klassischen Wellenlehre gehorcht. Ja, so, bevor wir uns ein Beispiel anschauen, wird die Fabricia, komm Fabricia, uns etwas zu dem Experiment sagen. Der Janis nimmt mal ein bisschen das Licht weg. Bitte. Wir führen den Johnson-Versuch abgewandelt durch, da wir statt einer Elektronenquelle einen Laser verwenden. Als Geräte verwenden wir eine optische Bank, ein Doppelspalt, eine Kondensatorlinse, eine Abbildungslinse und einen Schirm. Das ist, schalten wir das Gerät ein. Ja. Und? Und jetzt erscheint hier ein Interferenzbild. Mhm. Hat das die Kamera, das Interferenzbild? Wenn nicht, drehen wir es ein bisschen rum. Es geht weiter mit einem Beispiel. Die Julia liest uns das mal vor. Elektronen werden mit einer Spannung U gleich 54,7 mal 10 hoch 3 Volt beschleunigt und hinter einem Doppelspalt mit dem Spaltabstand von 2 Mikrometer im Abstand von E gleich 40 cm registriert. Wir berechnen die Wellenlänge Lambda der Elektronen und dem Abstand A der Interferenzmaximum. Ja, die Kamera zeigt das Beispiel. Wir gehen aus von den gegebenen Werten.
Das ist die Spannung mit 54,7 mal 10 hoch 3 Volt. Das ist der Spaltabstand mit 2 Mikrometer oder mit 2 mal 10 hoch minus 6 Einheit Meter. Dann das E mit 0,4 Meter. Das Plancksche Wirkungsquantum ist eigentlich immer bekannt mit 6,6. 6,26 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Und wir haben auch noch die Masse eines Elektrons mit 9,109 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Zu der Berechnung gesucht sind ja hier die Wellenlänge und dann der Abstand zu den einzelnen Maxima. Ausgehend von der Formel Lambda gleich Plancksches Wirkungsquantum durch die Masse der Elektronen bei der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit haben wir natürlich nicht, Selina. Deshalb benutzen wir dann die Formel H durch Wurzel aus 2 mal E mal U mal M. Die entsprechenden Werte eingesetzt, Plancksches Wirkungsquantum. Hier steht der Wert für E. Hier steht der Wert für das M. Schauen wir uns genau an. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen. Die Maßeinheiten sind natürlich interessant. Ich habe die Potenzen zusammengefasst. Jetzt gehen wir mal ganz langsam runter bis zur letzten Zeile. Dann haben wir noch 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden durch die Wurzel ausgerechnet. Sind 12,635 mal 10 hoch minus 19 und es erscheinen Meter. Die Mädels haben hier nochmal die Maßeinheiten angegeben, Wurzel aus Newton mal Meter mal Sekunde durch den Wert. Also das ist ja keine Wurzel, sondern die Wurzel steht dann dort. Ne? Okay, wir erhalten dann für die Wellenlänge einen Wert von 0,524 mal 10 hoch minus 15 Meter oder das sind 5,24 mal 10 hoch minus 14 und dann kommen wir auf 10 hoch minus 14 Meter. Okay. Jetzt gibt es eine Beziehung hinsichtlich der Interferenzmaxima. Da verhält sich nämlich Lambda zu D wie A zu E. Und da wir A berechnen, den Abstand, kann ich über Colz multiplizieren. Dann haben wir Lambda E mal AD. Und durch D dividiert ergibt sich A gleich Lambda mal E durch D. Sodass wir erhalten für A wieder die Werte eingesetzt. Hier müssten wir die Wellenlänge haben. Und das entsprechend ausgerechnet, da haben wir hier minus 12, dort haben wir minus 6, das sind dann tatsächlich minus 6. Also kommen wir auf einen Wert von 1,05 mal 10 hoch minus 6 Meter und das sind aber 1,05 Mikrometer. Vielleicht noch eine kleine Variante, hier oben müsste stehen 10 hoch minus 12 Pikometer, nicht 10 hoch minus 14, 10 hoch minus 12. Ja, nochmal vielen Dank für das Tafelbild. Das haben die Mädels Julia, Alina und Selina entwickelt. Ihr seht, solche Top-Schrift, davon kann man nur träumen, wenn man sowas bringt. Also beispielhaft. Ansonsten haben sich mal wieder alle daran beteiligt. War wunderbar. Dankeschön. Yeah. We'll be right back.